dem das Ding bringen. Mal kurz, kann ich von hier oben schon runterspringen? Ne, hier unten ist das Lager noch nicht, ne? Ne. Ich meine, das wird man nicht überleben im Normalfall, wenn man da jetzt runterspringt. Aber wenn man diesen Glitch benutzt, dann dürfte ja eigentlich alles gut gehen. Also Glitch, Bug, was weiß ich. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ich jetzt von der Klippe springe und dann einfach in den Tempel rein, so gesagt. Das hätte natürlich irgendwie richtig Stil. Also kann man natürlich auch Zeit sparen. Jetzt bin ich natürlich schon den halben Weg eigentlich gelaufen. Aber nur damit ihr wisst, ob das funktioniert oder nicht, werde ich es hier in diesem Video für euch tun. Natürlich nicht aus Eigeninteresse. So, wollen wir denn den... Ach, der ist direkt unter uns, der Tempel. Ja, schillig. Und speichere ich jetzt mal eine Runde. Springe. Ja, NP, ne? Wie behindert. Wie stark behindert doch das ist, ey. La 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 la. Ja, sehr gut, ey. Ups. Na du, Frauenvergewaltiger. Ich habe den Fokus. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun doch den Fokus zu Cor Kalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Wo kann ich diesen Cor Kalom finden? Er hält sich die meiste Zeit im Alchemielabor auf der oberen Stegebene auf. Frag Lester am Eingang des Lagers. Er führt öfter Neulinge herum. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faselte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Nur wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, werde ich dich entlohnen. Nimm dieses Amulett als Zeichen meiner Dankbarkeit. Cool Story, Bro. Was habe ich denn jetzt für ein Amulett gekriegt? Erstmal sofort nachgucken. Schutz vor Feuer. Ja, Gott, meinetwegen. Feuer habe ich jetzt ja noch nicht so wirklich viel mit am Hut. So, jetzt müssen wir zu Cor Kalom, wo der wohnt. Wissen wir ja eigentlich schon. Ich habe es nur leider wieder vergessen. Aus ah, da hinten, glaube ich. Das große, die große Hut da hinten. Geradeaus. Ich würde sagen, das ist Cor Kaloms Hut. Obwohl, nee, das sind mehrere Häuser, glaube ich. Nee, da steht da einer vor. Das ist richtig. Auf zu Cor Kalom! Ey, mach mal Platz da. Lass mich auch mal ranziehen. Komm. Danke. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Ey, hast mich nicht verstanden. Junge. Dann gehe ich halt hier rein. Was denn da für ein Tempel hängen? Hat der. Tritt näher! Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Man muss eben aufpassen, was man noch meint. Ich will mir mal. Du hattest. Am Labern ist, ey. Ja, komm. Was haben wir zu verlieren, ne? Einfach mal ein Rauchen gehen. So, wo haben wir's? Schwarzer Weiser. Ja, das ist ganz anders. Er hat echt nur einmal rangezogen und schmeißt das Ding instant weg. Solange ich damit nicht verdiene. Ah, wirklich, viel passiert ja jetzt nur echt nicht. Was, wenn ich mir noch einen rauche? Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Nächsten. Kann schon sein. Junge, da müsst ihr jetzt voll drauf sein eigentlich schon. Das passiert mir nicht nochmal. Und grünen Novizen hinterher. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Ich halte mich da lieber raus.
glaube, jeder normale Mensch wäre jetzt übelst breit, wenn er sich so viele Joints hintereinander reinzieht. Kann schon sein. Kann schon sein. Los, rein jetzt da. Oh, ich hasse das, wenn man Leitern geht. Na, da fällt man manchmal auch wieder so, wenn man gerade oben ist, wieder runter. Hallo, komm mal, kalom. Ich dachte, das wäre schon lange gekommen. Das ist wirklich. Was willst du? Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. Das ist nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Ja. Ausgezeichnet. Ja, wenn du meinst. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Schweig, Narr! Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Kann schon sein. Habt ihr Mindcrawler nie untersucht, bla bla bla? Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Wo finde ich die Mindcrawler? In der alten Mine. Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gornavid, er wird dir helfen. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na, dann bin ich ja beruhigt. Die Ironie, ey. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. War doch klar, dass das Ärger gibt. Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Nimm diese Heiltränke mit. Ich gebe sie dir nicht, weil ich unbedingt will, dass du am Leben bleibst, sondern weil diese Aufgabe erfüllt werden muss. Ich dachte, das wäre schon lange. Man darf auch nicht alles glauben, was wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Warten, Homo. Alles klar. Wissen wir Bescheid? Wir müssen jetzt in die alte Mine und Mindcrawler zerhackstücken. Und dann, Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Ja, und dann die Zangen oder irgendwie irgendwas finden, was mehr Sekret hat als die Zangen. Ach, so ein Schwachsinn. Ja, wisst ihr Bescheid. So funktioniert das also. Ja, ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon ausreicht, um... Also ich sollte ja eigentlich nur hier für die für das alte Lager herausfinden, was hier Sache ist. Ob das jetzt schon ausreicht. Ich bin mir da jetzt nicht gerade... So ganz schlüssig. Ich glaube, ich werde nochmal einen Abstecher ins alte Lager machen. Dann werde ich auch erst nochmal pausieren. Das heißt, ich werde dann die Session erstmal beenden, weil ich jetzt echt gerade keinen Nerv mehr habe, jetzt noch den Akt zu machen, weil ich genau weiß, was da auf mich zukommt. Und für mich ist das immer so ein bisschen Abfuck. Ich hasse diesen Akt. Der schlimmste Akt ist ja eigentlich echt der letzte, aber... Obwohl, nee. Der dritte oder vierte ist... Ja, ist eine gute Frage. Was ist denn das? Ich glaube, das ist der dritte Akt. Ja, der dritte Akt ist der hässlichste. Auf den habe ich gar keinen Bock. Und der zweite ist auch schon hässlich. Und der letzte, der ist halt... Ach, der letzte ist...
Ihr werdet es ja sehen. Also ich finde eigentlich am Anfang, wenn man so noch ein bisschen frei rumrennen kann, ist das ganz schlimm. Man kann ja die ganze Zeit frei rumrennen. Man hat ja hier gar keine Einschränkung eigentlich. Nur wird das Spiel nach einer Zeit... Ich meine... Oh ja, die spawnen doch irgendwie wieder, sehe ich gerade. Also schlecht ist das nicht. Das macht auch noch Spaß, ne? Aber es ist halt so übelst langweilig. Das ist das Schlimme. Also ich meine, wenn ich jetzt mich strikt an die Quests halte, die ich machen soll, dann dauert das trotzdem richtig lange. Das ist gut für ein Spiel, klar. Aber wenn man es jetzt schon 80 Mal gespielt hat, na gut, ich habe es jetzt um die 20 Mal gespielt, dann, wenn man genau weiß, was das für eine Story jetzt im Hintergrund läuft und so, dann ist das schon ein bisschen hart. Ich finde deswegen den zweiten Teil auch abwechslungsreicher, muss ich ehrlich sagen. Der zweite Teil ist abwechslungsreicher. Aber der erste ist halt immer das Old but Gold, würde ich mal sagen, ne? Gut, der zweite Teil ist ja auch schon eine Rarität eigentlich. Eine Antiquität eher. Also schon richtig alt. Kam ja 2 Jahre später raus, 2002, 2003, weiß nicht genau. Ich hab's aber, glaube ich, hier irgendwo liegen. Da haben wir's. Der Teil kam 2002 raus. Und Gothic 1, CD... Oh, oh, da ist ein Wolf. Wo kommt der denn her? Ah, ich weiß, was Sache ist. Mit jedem Akt, den ich weitergehe, respawnen die wieder. Zwar nur ein bisschen. Wobei, ein bisschen ist gut, ne? Der Baran hängt jetzt auch wieder hier rum. Ah ja, die blöden Flügel nicht vergessen. Schon wieder vergessen, was ich sagen wollte, weil der Baran hat mich mega aus dem Konzept gebracht. So eine blöde Kacke. Ach, das war bei Old Bus Ghost stehen geblieben. Was übrigens auch ein LPler ist. Schöne Grüße an den jetzt mal eben. By the way. Habe euer Battlefield 3 Let's Play gesehen. Habe es sehr gefeiert. Ja. Dann sind wir jetzt auch schon mal wieder hier drin. Ah, gab es denn nicht irgendwo so eine Ecke, wo man hochklettern konnte? Ich meine, hier gab es irgendwo so einen kleinen Bug. Ja, Bug nicht, das war schon beabsichtigt, aber... Man konnte hier irgendwo an der Mauer so hochklettern. Also da ist einfach so eine Lücke, da kann man reinspringen und dann ist man halt schon im Lager drinne. Also nicht in dem Lager, also im Außenring, sondern dann schon in der Burg. Aber man kriegt natürlich sofort auf die Fresse, wenn man das macht. Von den Leuten, wenn man nicht Staatsangehöriger des Schattenvereins hier ist. Und wie ich das jetzt gerade schon bin. Jump! Boah, Alter, was ein Long Jump. Bester Mann. So, ab zu Raven. Die Geschichte muss wohl doch was dran sein. Ich hoffe, es nervt euch nicht so ganz, dass ich hier die ganze Zeit immer am Umjumpen bin, aber es ist halt... Es geht halt echt schneller. Was ist das denn da? Das ganz anders gelaufen. Einfach nur ein Gattis. So, Scar kenne ich nicht. Arte, Juni ja, nicht. Also Bartolo ist schwul und Raven ist dort. Hallo! Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut, ich bin gern gut informiert. Ich weiß noch nicht genau, was Sie vorhaben. Was belästigst du mich da? Ey, ich weiß doch, was die vorhaben. War nicht besonders schlau. Was soll das denn, ey? So eine Scheiße. Toll. Damit du gerade lässt, da hat mich doch so instant schon alles gesagt eigentlich. Hier, Anhörung und bla, wir brauchen Sekret, bla, kann ich doch schon alles sagen eigentlich. So, wie viele Punkte haben wir? Leider nur 10. Dann hauen wir die nochmal in Stärke rein. Los, Diego, unterrichte mich. Für Gomez. Ah ja. Kannst du mir was... Ja. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Lass uns lieber über was anderes reden. So. Deine Kampfkraft kommt bald wieder. Nichts dazu. Mach's gut. 65 Stärke mittlerweile schon. Meine Güte. Hey, hast du schon gehört? In Extremo ist hier. Sie sind drüben auf der Bühne. Schnell! Sonst versäumst du noch den Auftritt. In Extremo ist da. Wie bitte? Schnell hin. Da sind sie. Das müssen wir uns jetzt anhören. Hochverehrte Erzbarone,
Geehrte Gardisten, Schatten und Butler, ich präsentiere Ihnen In Extremo! Betida in Mordom, in Anzolom, Nupram, in Anfoplana, Böja des Junga, Belga Trolle, Friede, Tilfaga, Ungesven, Onhagen, Falskliga, Tunga, Herr Mandali, Herr Mandali, du loben nie mich, für die Jüge, Jüge, ja, cool, ne? Oh, jetzt können wir wieder fahren. Okay, ich glaube, das hat jetzt jeder gerallt. Also ich werde auf jeden Fall nochmal... So, ich speichere es nochmal hier. Irgendwie muss man doch auf jeden Fall auf die Stage kommen, ne? Aber ich feiere das stark, dass In Extremo da ist, weil ich bin auch selber, habe ich eine Zeit lang sehr viel In Extremo gehört. Habe ich ganz vergessen. Habe ich ganz vergessen zu erzählen, dass hier genau dieses Easter Egg. Das ist so das Easter Egg schlechthin. Gar nicht dran gedacht, ey. Naja, die sind da jetzt gerade noch am Abfeiern. In Extremo ist natürlich auf Tour und hat dann natürlich irgendwie die Möglichkeit, in die Barriere reinzugehen, dann Konzert zu machen, geht dann wieder. Easy peasy, lemon squeezy natürlich für die, aber ist auch In Extremo. Ich meine, das ist spezielle Leute. Naja, gut, Jungs und Mädels, ich höre dann jetzt erstmal auf. Wie gesagt, die Session ist vorbei, ich gehe jetzt schlafen. Also nur in-game natürlich. Ich werde jetzt mich gleich an das 4 Let's Play begeben, weil ich brauche natürlich auch ein bisschen Abwechslung. Ja, dann wünsche ich euch noch alles Gute und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich mich hier in Gothic durch die Welt bewege. Haut rein, Jungs. Bis dann. Tüdelü.